Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios und einer neuen Folge Creativers. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Da, die Sache muss ich auch mal alle wegräumen. Die sind da oben dran heute. Von hier sieht man ja nichts. Ja, in unserem Luftschiff natürlich. Ja, komm hier. Hoch, 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 hoch. Gleich sind wir oben. Da, an dem großen Ding und zwar an dem da. Guck mal, der sieht von hier aus echt windschnittig aus. Ich weiß nicht, ich habe echt noch ein bisschen versucht und gemacht und getan. Ganz so viel geht aber nicht mehr. Es kommt jetzt hoffentlich auf das hintere Teil an, was quasi die Dichte jetzt noch in die Länge zieht. Und das machen wir natürlich gleich. Und dazu wollte ich eigentlich erstmal gucken, was wir für Material benutzen. Ich habe da nämlich eine Idee. Also, was heißt eine Idee? Das ist ja natürlich ein Grundgedanke des Ganzen, was wir da bauen. Aber die Frage ist jetzt die Art der Materialien. Also ich werde auf jeden Fall Weiß wieder nutzen und Holz. Die Frage ist, ob wir das Holz nutzen. Aber haben wir denn dafür genug Material? Das kostet nämlich. Ja gut, eigentlich haben wir alles da, ne? Das hier natürlich wieder ein bisschen schön mit helleren versuchen, ein bisschen schicker zu machen. Zaun, alles. Ja, also eigentlich sollten wir alle Grundmaterialien dabei haben. Huschen wir mal hoch. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Intro gemacht habe. Wenn nicht, kommt's jetzt. Wenn nicht, dann kam schon. Nein, das Ganze hier ist natürlich ein riesenfetter Motor, um das Hauptschiff hier anzutreiben. Und was fehlt natürlich als Antrieb? Der Antrieb. Ja, hier, das habe ich übrigens erweitert, hier auch nochmal, um das windschnittiger zu machen. Nee, es fehlt natürlich der Antrieb. Ein riesen Windrad angetrieben hier durch den Motorblock. So. Und das machen wir natürlich anders als sonst so, wenn wir. Nee, da vorne ist es. Da haben wir ja immer von der Mitte aus so ein Ding. Genauso wie da vorne auch am Anfang des Gebäudes ein Antriebskern und außenrum dann halt so die Flügel. Machen wir nicht so, wir machen ein Rad. Und dazu habe ich mir hinten hier extra das Löchlein gelassen. Dann müssen wir hier natürlich eine gute Mitte abschätzen. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ja, dahin, genau die Mitte. So, hier 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, sollte eigentlich passen. Da muss natürlich stabil sein. Nochmal. So. Muss natürlich stabil sein und weit genug weg vom Ganzen. So ungefähr. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich noch mal ein bisschen rangehen. Das sieht sonst ein bisschen doof aus, oder? Ja, soll hier schon Abstand haben. Ja, so wäre jetzt genau einer. Das heißt, da könnten wir auch das Rad ansetzen. Ein Abstand reicht. Selbst in unserem Motorblock können wir laufen. Das war natürlich ja ganz cool. So. Zack. Die Wette gilt. Die Mitte. Haben wir. Und jetzt ist eigentlich relativ einfach. Wir gehen hier mit dem Weißen. Und zwar 8 in jede Richtung. Boah, nach unten wird es ein Krampf. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Groß. Aber ist so gewollt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau, deswegen der geht dann drüber. Ungefähr so habe ich mir das vorgestellt, zumindest.
Das ist jetzt eine gute Frage. Shit. Ob ich den nicht einen nach davor packe? Ja, müssen wir gleich mal gucken. Warte mal, ja, jetzt bin ich auch ein bisschen ratlos. Ich habe mich gerade irgendwie, glaube ich, vertan. Müssen dann doch 5 sein. Ich war eigentlich bei 4, aber es ist ja Schwachsinn. So, mal gucken einfach mal, wie wir das hinkriegen. 2. Was habe ich mir aufgeschrieben? Genau. Gucken, ob das aufgeht. Verhunzt. Na, da kommen wir nicht drum rum. Ja, weil ich halt mit 4 geriziert habe. Aber es sieht doch noch im Kreis aus, ne? Ja, passt, würde ich mal sagen. So, wir nutzen jetzt einfach mal die Breite hier, die wir hier schon mal haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wie gesagt, unten wird gleich ein Krampf. 2. Dann 2. Na, ja, kann ja ruhig bleiben. Zap. Hä? Habe ich mich denn jetzt verhunzt? 1, 2, da ist der Fehler. War ja klar, das hat nicht funktioniert. Ein Versuch war es wert. So. Wir müssen ja hier rein. So. Genau. Ja, für den Anfang nicht verkehrt. Ja. Aber wie gesagt, so ist es ein bisschen langweilig, finde ich persönlich. Deswegen sitzen wir jetzt hier. Ich meine nicht, dass der zu dick wird, das ist ja auch nicht cool. Wir machen das mal anders. Ich habe dann noch eine coole Idee. Ach Quatsch, nicht hiermit. Erstmal Holz. Holz war jetzt angedacht. Ja, hier ist dann halt jetzt ein bisschen ungünstig. Gucken, wann man dreht. Ich sage, das wird jetzt ein Spaß. Ich würde einfach sagen, ich lasse die Ecke raus. So. Obwohl, ich könnte hier auch eine Treppe hinsetzen. Und jetzt. Was hast du denn hier für Faxen? Hier noch einen drüber. Um das ein bisschen aufzulockern. Was haltet denn davon? Ich glaube, das sieht ganz gut aus.
Frage ist jetzt echt, wie wir das hier unten machen. Ich meine, hier geht ja wesentlich weiter. Ein, zwei. Komm, ich will den unteren direkt haben. Zwei, drei, vier. Och, nö. Ja, so ein Windrad ist halt auch. Muss ja locker, aber bestimmt aussehen. So, wir müssen jetzt hier echt kurz mal die Zeit verweilen. Denn von alleine kommt da nichts. Was sagt mein Handy? Ja. Fratzenbuck. Fratzenbuck, Fratzenbuck, sagt mein Handy. So, wir müssen tiefer. Tiefer, tiefer. Vier haben wir schon mal. 2, 3, 4, genau. 1, 2, 3, 4. Tiefer kommen wir hier. Zwar auch nicht sehr, aber ein bisschen. Machen wir jetzt mal so. Was sonst für eine Wahl, uns von unten hocharbeiten, da habe ich ja gar keine Lust drauf. Was schneller geht, ist sowieso, ist dann wieder eine andere Sache. 1, 2, 3, 4, so. Aber auch eng. Warte mal. Da kann man den wenigstens schon mal setzen. Zwei. Müssen wir hier direkt anfangen, das richtig zu machen. 1, 2. So, hier hatten wir gesagt, packen wir die Treppe hin. Zwei. Pst, pst. Mein zwei. Na, wir kommen mal gut an, würde ich mal sagen. Ja. Ich setze mal einen hin. Dass wir erstmal die Außenseite hinsetzen können. Tamani. 3, 4, 5. So. Läuft. Einen Kringel haben wir. Ist ein Anfang. Wir machen es jetzt mal ganz einfach schnell. Ich habe keine mehr. Wir hatten jetzt echt gespart durch den Unterbau, den wir ja wesentlich verkleinert haben, aber jetzt ist es doch langsam ausgegangen. Der Jütekreis hier.
Ja, was muss, das muss. Klar, hätte ich auch vorher setzen können, aber gut. So jetzt auch, ne? Bisschen Gefummel. Natürlich. Ich glaube, so muss es sein. Genau, jetzt müssen wir hier nochmal was wegreißen, um da hochzukommen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ein Kreis wenigstens fertig. Habe ich ja gerade gesagt, dass ich das hier lieber nach außen setzen möchte. Wir stehen natürlich zu meinem Ort. Gut, ich hätte ihn jetzt komplett auch nach hinten packen können. Einen fällt mir gerade mal so auf, weil der geht ja am Schiff vorbei. Uah, was hast du denn hier? Ja, ich setze sie mit Absicht so dahin. Natürlich der Jute hier. Total daneben, weil der muss dahin. Kommt. Auch wenn wir gleich schon wieder frieren, aber wir sind echt gutes Stück vorangekommen. So. Läuft doch. Ein fetter, fetter Motor, der so noch nicht ganz fertig ist. Denn jetzt kommt quasi das Windrad. Und wie setzen wir es am besten um? Natürlich hiermit. Kennt ihr ja. Iso. Muss ich nochmal zwei mehr machen. So. Das haben wir gleich. Den weißen Kringel drumherum, den kann ich dann so nochmal machen, wenn ich den machen möchte überhaupt. Muss ich mir gleich mal angucken. Aber erstmal müssen wir hier die Rädchen machen. Es wird auf einer Seite halt immer ups, ein mehr geben. Quasi so als Flugrichtung. So, genau. Ist in dem Fall kommen hier zwei hin. Und hier nur einer. Gelb. Weiß, hier müssen zwei ran. Zwei.
einer hin. Und hier nochmal zwei. Dann haben wir es. Hier ist ein Fehler. Kommt erstmal dahin. Müssen wir doch noch einen machen. Nein. Ich wusste doch, irgendwas stimmt hier nicht. Ich hab's im Urin gehabt. Auf diese Seite. Wird schon ja düster. Ja gut, aber die Zeit ist auch um, ich weiß es. Ja, nicht doof. So, aber das Rad steht. Klar, das hier, das muss ich gleich noch wegreißen. Dann mache ich natürlich noch ein schönes Anzeigefoto für euch. Für die Folge. Boah, fettes Ding. Hoffentlich kollidiert er nicht mit dem Schiff, aber ich glaube nicht. Wenn nicht, muss ich den doch wieder verkleinern. Ja, guck mal, hier genau das meine ich. Es zieht das Ganze ein bisschen nach hinten. Es nimmt die Dicke aus der Mitte raus. Und das finde ich dann doch wieder recht cool. Es sieht nicht mehr so klobig aus. Und auch von vorne, geiles Ding. Ein geiles Ding. Ja, es kommt echt haarscharf dran vorbei. Würde ich mal vermuten. Vielleicht gehen wir auch kurz vorher ein bisschen rein. Irgendwie. Sehr schön, sehr schön. Mir gefällt's. Ich hoffe euch auch. Wenn ich da den weißen Rand noch gezogen habe, sind wir mit dem Schiffchen durch, so quasi. Nur hier ein, zwei Dinger hier hinten, aber die werden wir dann nicht mehr zusammen machen. Wahrscheinlich hier, das hier nochmal kurz zu machen. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Mir gefällt's auf jeden Fall. Ich hoffe euch auch. Wenn ja, ruhig runter in die Kommentare. Liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Dann geht's in der nächsten Folge hier dran weiter. Danke. Tschüss.